Nichts zu danken. Möge die große Sonne deinen Pfad bescheinen. Okay, nimm deine Ausrüstung von Kamera im Empfang. Okay, alles klar. Wir müssen mal kurz gucken. Wie wir dorthin kommen. Und dann können wir unsere Ausrüstung endlich mal wieder in Empfang nehmen und dann auch weitermachen. Wie kann ich dem Herrn dienen? Gib mir meine Sachen. Dreh dich um, bück dich und ich darf ihn in den Arsch treten. Zitrone und Nelken. Der Duft hält die Kleidung des Herrn länger frisch. Mhm. Tausend Dank. Der Kaiser ist nicht für seine Geduld bekannt. Er will seine Tochter zurück, gesund und munter, so schnell wie möglich. Ja, er hat was in dieser Richtung erwähnt. Ah, Geralt ist super. So, wir dürfen also wieder uns endlich anziehen. Oh, endlich. Endlich eine Rüstung anziehen und vor allem Schwerter. Plus 36, plus 34, also die... Jetzt darf ich mal gucken, was wir alles brauchen wieder. Welche Stiefel? So, plus 4, plus 7, plus 9, plus 8, plus 4. Also die mit plus 9 ist die höchste. Die Handschuhe, so. 5, 1... Nimm die. Okay. Haben wir. Das ist unser erstes Schwert und das war hier unser Silberschwert. Gott. Ja. Das fühlt sich. Ein Deserteur der Skoyatel? Das fühlt sich gleich schon besser an. Also, wir können jetzt loslegen. Hoffentlich. Ach Gott, hier gibt es eine Nebenquest. Okay, wir können noch nicht loslegen. Eine falsche Bewegung und es tut dir leid. Ja, dann tut es mir leid, dass ich dich töten musste. Hm? Gewinnt! Spiel gegen mich. Oh, jawohl! Wenn du wetten willst, wähle links einen Betrag aus und bestätige ihn, indem du A drückst. Der Betrag landet im Topf. Wenn du gewinnst, erhältst du das Doppelte. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn? Einfach mal 5. Karten spielen. Karten! Wir kommen im Kartensatzfenster. Gewinnspieler verwenden ihre eigenen individuellen zusammengestellten Kartensätze. In diesem Fenster kannst du deine Kartensätze verwalten. Du kannst jede der vier Fraktionen Nilfgaarder, nördliche Königreiche, Monster und Skulltail einen Kartensatz zusammenstellen. Verwende links und rechts, um zwischen den Fraktionen zu wechseln. Für jeden Fraktion gehört bestimmte einzige Karten, die einen bestimmten Spielstil begünstigen. Jede Fraktion hat außerdem einen Fraktionsvorteil. Nilfgaard gewinnt alle unentschiedenen Runden. Nördliche Königreiche erhalten nach jeder siegreichen Runde eine Extrakarte. Das nächste, was ich nicht genau weiß, entscheidet, wer die Partie eröffnet. Monster behalten nach jeder Runde eine zufällig ausgewählte Karte auf dem Schlachtfeld. Okay. Ich würde. Jede Kartensatz hat einen Anführer. Drücke X, um den Anführer zu starten. Drücke A, um den markierten Anführerkarte auszuwählen. Ich glaube, wir würden das jetzt einfach mal hier kurzerhand lassen. Was denn nicht mehr aufgeben? Warte mal. Was machst du denn da? Okay, ich jetzt werde doch lesen. Karte hinzufügen haben wir jetzt mal gemacht, ne? Hier, das Karte hinzufügen. Machen einfach mal Spiel starten.
Du beginnst. Okay. Wunderbar. Okay, ich muss gerade mal gucken. Ich glaube, wir fangen, verstärkt alle Einheiten in der Reihe um 1, sich selbst ausgenommen. Also wir nehmen erstmal eine Karte ablegen. Ach Gott, scheiße. So. Okay, die konnten wir noch ablegen. Wir sind am Zug und ich würde sagen, wir nehmen erstmal diese Karte. Leg mal deine schönen hohen Karten. Ach nein, warum habe ich den jetzt schon gelegt? Eigentlich ist ein bisschen doof. Tausche diese Karte gegen eine Karte auf dem Schlachtfeld aus, um sie wieder in deine Hand hinzuzufügen. Ach so. Also was könnten wir machen, wenn wir jetzt gleich die andere setzen, um das Spiel zu gewinnen? Er passt, wir könnten unsere Karte wieder nehmen und hätten einen geilen Vorteil. Hebt alle Effekte von Wetterkarten auf. Ah nee, das brauchen wir noch nicht. Setzt die Stärke aller Belagerungskräfte. Nee. Bringt uns sonst nichts, wir müssen das machen. Wir nehmen die. Schießen wir uns natürlich selber mit ins Bein, aber das ist nicht weiter schlimm. Ich will mal wissen, was er jetzt sagt, wenn wir das machen. Er müsste mindestens eine 5er. Alter, Finne! Aber er hat sie jetzt schon mal gelegt. Das ist sehr gut. Wir könnten also unsere Belagerungskarte wieder nehmen. Mal gucken, was er macht. Er hat gepasst. Wir passen jetzt auch. Er hat, denke ich mal, nicht nochmal so eine 10er-Karte. Und er hat echt heftige Karten gelegt. Deswegen hoffe ich jetzt einfach, dass er nächste Runde jetzt nicht so geile Karten hat. Oh, ey, leck mich doch am Fuß. Ey, du bist doch wohl nicht mehr richtig dicht im Kopf. Nein, was denn? Ach, scheiße, das habe ich nicht gelesen. Nein. Wie? Verlege ich deine Karte bei dem? Warte, was ist da behindert? Ich suche deinen Nachziehstapel nach extrem dichter Nebel und spielt die Karte sofort aus. Dumm. Ich glaube, wir haben jetzt verkackt. Wir haben jetzt sowas schon verkackt, wahrscheinlich. Er hat schon gepasst. Okay. Wieso mache ich denn so einen Kack? Ich hätte das andersrum legen sollen, ja. Ja. Da hätten wir die Sechser jetzt behalten können. Nee, dann wäre es unentschieden. Scheiße. Du bist am Zug. Yeah, toll. Natürlich, er hat natürlich gleich eine bessere Karte als wir. Setz die Stärke aller Belagerungskarten auf. Ja.
Ach komm, leck mich. Ihr könnt eh nichts anderes machen. Scheiße. Ja. Na klar. Ich kann nichts machen. Kriegen wir keine neue Karte mehr? Wir hätten noch eine Karte gebraucht in einer anderen Reihe, ne? Ey, echt in einer anderen Reihe und wir hätten gewonnen. Wir hätten gewonnen, wahrscheinlich. Scheiße. Wir haben den Yara überquert und wir werden auch den Ponta überqueren. So, an der Stelle gibt es eine kleine kurze Unterbrechung. Wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.